Seid gegrüßt, ihr Abenteurer, und willkommen zurück zu Let's Play God of War. Am Ende der letzten Folge haben wir den schwarzen Nebel endlich vertreiben können und sind nun im Inneren des Berges, wo wir die Asche von Fae zur Ruhe betten wollen. Allerdings haben wir jetzt hier diese komische Rätselkammer gefunden und ich bin mal gespannt, welches Bildnis von irgendwem das sein soll. Doch hoffentlich nicht von Eiktir, oder? Naja, finden wir es heraus. Was steht da? Kein Ochs am Joch? Kein Sklav im Land. Hört meinen Ruf, hat mich je gekannt. Sehr nebulös, wenn ihr mich fragt. Da drüben ist auch eine Truhe, ganz interessant. Wir können wahrscheinlich hier mal eben schauen. Der Bogenjunge. Das ergibt keinen Sinn. Irgendetwas fehlt. Yep. Vielleicht ist irgendwo ein zweiter Lichtkristall. Genau, der fehlt nämlich auch. Und die Frage, wo wir den finden werden. Hier unten sollten wir vielleicht nicht runterfallen. Das würde unsere Frisur vollkommen ruinieren. Deswegen lassen wir das mal lieber. In dieser zweiten Kammer allerdings könnten sie... Oh! Ah, so funktioniert das also. Mit dieser lustigen Explosion. Ich kann das auch! Erledigt. Not bad, not bad. Bestiarium, ach ja, da haben wir jetzt einen Eintrag zu den schnellen Draugar bekommen. Diese schnellen Gegner sind schwer zu treffen. Vater sollte warten, bis sie ihn angreifen und dann ihre Angriffe abwehren, ja, beziehungsweise parieren. Denn wirklich viel aushalten tun die ja nicht, Gott sei Dank. Sonst hätten wir ein echtes Problem. So, hier haben wir auch nichts weiter als Crab. Crab, Crab. Was haben wir hier? Ist das Harz in einer Höhle? Seltsam. Ja, vor allen Dingen können wir hier halt nichts machen. Das ist wieder so ein Hindernis, das wir nicht betreten können. Oh, wie ist der denn darauf gekommen? Ja, das wusste ich auch gerne mal. Was ist denn das überhaupt genau? Ah, da haben wir den Kristall doch. Also es sieht für mich so aus, als würden wir jetzt in der nächsten Zeit erlernen, wie man diese komischen roten pulsierenden Dinge erledigen kann. Wie man die vertreiben kann. Und das würde ja in der Vergangenheit, beziehungsweise in früheren Gebieten beim Backtracking dann helfen. Denn wir haben die schon öfter mal gesehen. Ich kann es fast entziffern. Was fehlt denn jetzt noch hier? Ah, man muss es zusammenschieben, okay. Runen, jetzt kann ich's lesen. Lies, mein Junge. Ist das die Antwort? Freiheit. Klar, das passt. Ja, dann musst du jetzt nur noch irgendwas tun. Hallo? Okay, aus irgendeinem Grund bin ich jetzt gebuggt. Ich kann nämlich nichts mehr machen. Okay, Kratos rührt sich gerade gar nicht mehr. Hallo? Nur zu. Klar. Ah. Jetzt. Was passiert jetzt? Ui. Ich dachte eher an eine Brücke. Deine Riesen wollen uns noch weiter prüfen. Die dunklen Höhlen durchqueren. Ich finde es übrigens interessant, dieses ganze Thema mit den Riesen wieder. Das erinnert mich sehr an die Titanen aus der griechischen Mythologie, die ja auch erst so eine Art Underdog-Status hatten, beziehungsweise den Status der vermeintlichen Verbündeten. Das hat sich ja dann im Endeffekt später auch umgekehrt und sie waren dann auch die Feinde, beziehungsweise auf jeden Fall nicht ausschließlich auf Kratos' Seite. Und jetzt können wir uns mal anschauen, was die Riesen denn noch so zu sagen haben und ob sie dann im Endeffekt genauso sein werden wie die Titanen. Ich bin sehr gespannt. Soll ich den Kristall im Fackelhalter zum Leuchten bringen? Den Kristall im Fackelhalter, du meinst da vorne jetzt, oder was? Ja, da! Ah ja. Besser, oder? Durchaus ein wenig. Erst nach unten, dann nach oben.
Diese Gänge sehen zu eng für Riesen aus. Warum lachst du? Oh, du meinst das ernst? Ich meine es immer ernst. Ganz vergessen. Mutter sagte immer, Geschichte interessiert dich nicht. Riesen sind nur ein Volk, die Alben oder das Hildiflug. Sie müssen nicht groß sein. Und die Weltenschlange? Na gut, in dem Fall heißt riesig tatsächlich groß. Aber es gibt ja nur eine. Ja. Ich meine, wir werden ja noch herausfinden, ob die Riesen wirklich groß waren oder nicht. Ich meine, irgendwoher muss der Name ja kommen. Es muss ja einen Grund geben, warum die Riesen heißen. Ich nehme mal an, dass wir den einen oder anderen noch im Laufe dieses Spiels sehen werden. Vermutlich zumindest. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber wir werden es ja sehen. Ansonsten haben wir jetzt hier nichts. Dann gehen wir erstmal hier weiter. Da oben sind wieder Draugar. Und nicht zu knapp, wie das aussieht. It's really dark in here. Oh, was haben wir da? Aha. Jede Menge Zeug. Kommen wir hier denn nirgendwo lang? Doch, wir könnten da runterkraxeln. Vielleicht wollen wir das aber noch nicht. Vielleicht wollen wir erstmal hier oben lang gehen und schauen, wohin uns das führen wird. Da oben ist nämlich wieder irgendein Licht, das wir anschalten können. Und da ist eine Truhe. Und hier, guck mal, das ist ganz interessant. Hier sind diese verstärkten Draugar. Ich bin soweit. Ich bin soweit. Eigentlich brauche ich dich gerade aber nicht, wenn ich ehrlich bin. Ich will nur. Oh. Mein Schuppenarm schien in der Konzentration. Robuste Rüstung begünstigt die Abklingzeit. Das ist natürlich auch ganz nett. Fester Svartalfheim-Stahl. Der könnte durchaus besser sein als das, was ich bisher habe. Ja gut, er erhöht die Abwehr deutlich und die Abklingzeit. Wir büßen halt Stärke ein. Aber wie gesagt, dafür kriegen wir was ganz anderes noch mit dazu, was ich ganz gut finde. Die Frage ist, Symbol des Trotzes, ob der das abnimmt, sobald ich das ablege. Ah, wobei, der Nachteil ist natürlich, dass wir hier keinen Platz haben. Na, das wollte ich nicht. Okay, wir nehmen erstmal das Ding. Sieht auch ganz cool aus, muss man sagen. Hier haben wir jetzt nichts, was mich irgendwie interessieren könnte. Das würde ich auch erstmal dran lassen. So gehen wir erstmal weiter. Aha. Achso, das Ding ist bereits an. Ich frage mich nur, was das da hinten für eine... Oh. Was das da hinten für ein... für ein Raum ist. Aha. Und was genau ist da jetzt passiert? Es muss ja irgendwo irgendwas runtergefallen sein. Oder? I have no idea. Komm mit, Atreus. Wir hauen erstmal ab. Scheißer Wolf! Oh, hab ich sie gerade... Alter. Das war gar nicht schlecht. Ja, war es auch echt nicht. Ich habe sie runtergeschleudert durch meinen Wirbelwind da irgendwie. Bestiarium. Ist natürlich die Frage. Oh, Wiedergängerin, Beschwörerin. Diese Art von Wiedergängerin, Beschwörerin kann Nachtmare heraufbeschwören.
Ruft sie mit ihrer Seidre-Magie herbei oder befinden sich alle zusammen gefecht in ihrem Beutel? Ich frage mich, wie so viel in ihren kleinen Beutel passen. Wir haben außerdem einen neuen Auftrag hinzubekommen, wenn ich das richtig gesehen habe. Verbündete beschwören, 1 von 15. Ah ja, okay. Das war jetzt der Wolf hier, den wir beschworen haben. Und ich habe gar nicht gesehen, wie stark der jetzt war oder was der für einen Impact hatte. Feuernachtmar. Diese Nachtmare werfen mit Feuerbällen um sich, als ob wir nicht schon genug Gründe hätten, Nachtmare zu hassen. Oh, ich finde es cool, dass es so viele verschiedene Gegnertypen gibt, offenbar. Und auch Varianten dieser Gegnertypen. Das gefällt schon ganz gut. Und alle muss man halt irgendwie anders bekämpfen oder so. Das ist schon ganz interessant. Was haben wir denn da oben? Ah. Was passiert denn, wenn wir die runterholen? Okay, erstmal gar nichts. Es ist aber Loot. Und Loot ist immer gut. Hacksilber, noch mehr Hacksilber, noch mehr Hacksilber. Nice. Okay. Sieht aus, als könnte da was sein. So, was ist das hier? Das ist vermutlich wieder für so eine Truhe relevant oder so. Theoretisch könnte man da dran klettern. So sieht es zumindest aus. Bin soweit. Oh. Oh, 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 oh. Okay, nochmal, Atreus. Wir haben ordentlich was an Leben verloren. Aber wir leben noch. Das ist die Hauptsache. Diese Draugar wissen uns aber auf jeden Fall auf Trab zu halten. Oh, sehr nice. Woher hast du das gewusst? Ich bin ja nicht vollkommen blöd, oder? Wo kommen wir denn da jetzt überhaupt hin? Man erkennt auch echt wenig. Das ist eine Truhe. Ist durch Runenmagie verschlossen. Finden und brechen Sie die 3 Siegel, um sie zu öffnen. Das Problem ist, ich sehe ja gar nicht, welche Siegel das sind. Oh. Der ist schon ein bisschen größer als die, die wir bisher getroffen haben. Nichts zu sehen. Ah ja. Und jetzt? Das wird sich erst herausstellen. Frag nicht immer, ob wir da sind, Kind. Es ist ein weiter Weg. So, wir könnten hier runter. Es ist vorbei. Das da interessiert mich auch, das Grüne. Ah, look at that. Wo? Oh.
nicht sonderlich stark. Gut, das waren die Fernkampftrauger. Immer wenn die Abklingzeit abgeklungen ist von so einem Tier, also von Atreus Runenfähigkeiten, sollten wir die auch einsetzen, denn dann kommen wir schneller mit unserer Quest voran. Hier brauchen wir einen von diesen Kristallen. Den holen wir uns den mal eben rüber. Den haben wir hier vorne ja gesehen. Das ist schon wichtig. Bei der Truhe bin ich mir noch nicht ganz sicher. Hopp. Mir gefallen auch, muss ich sagen, die Lichteffekte und sowas halt ziemlich gut. Es sieht echt schön aus. Und dabei ist das ja vermutlich kein Raytracing und so. Das hatten sie damals noch nicht. Wenn mich nicht alles täuscht. Ich bin mir jetzt natürlich nicht hundertprozentig sicher. Ihr könnt ja gerne mal recherchieren und mir das dann sagen. Aber ich meine, das dürfte kein Raytracing sein. Trotzdem sieht es halt echt ganz nice aus. Bin wirklich gespannt, wozu die PS5 im Laufe ihres Lebenszyklus fähig sein wird. Junge. Ja, Vater. Ah, das hatte ich mich schon gefragt. Okay. Okay. Hast du jetzt von dem Bienchen und dem Blümchen erfahren oder worum geht's hier? Der große Berg. Als der Berg noch kalt war, waren es Meioa und Ombres, ich habe keine Ahnung, die ihm Leben einhauchten. Rastlose Seelen aus weit entfernten Ländern, die vom Met der Poesie gekostet hatten und auf der Suche nach Inspiration aneinander fanden und miteinander fanden sie eine tiefe Liebe. Sie erbauten eine geheime Brücke, die bis auf den Gipfel des großen Berges von Midgard reichte. Dort errichteten sie ihre Feuerstelle und ihre Festung. Und frei von Prophezeiung zu leben und nur sich selbst und einander zu kennen. Der Berg wurde zur Zuflucht für Ausgestoßene und Künstler, für Jötnar und neue Freunde. Und viele weitere Seelen pilgerten zu diesem Licht in der Dunkelheit. Lasst uns selbst jetzt, da wir Schutz vor dem Sturm suchen, niemals den einst so einladenden Geist des Berges vergessen. Klingt, als sei der Berg ziemlich toll gewesen. Mutter hatte immer ein Herz für Künstler. Aha. Und deswegen wollen wir hier hin. Understand. Ich weiß halt nicht, ob wir den Kristall nochmal irgendwo brauchen. Vermutlich ja. Aber mal sehen. So. Ja, hier ist nämlich ein Schleichweg. Und da drüben ist noch eine Truhe. Aber wie kommt man da hin? Wie? Es muss ja irgendwie eine Möglichkeit geben, da hinzukommen. Oder ist hier irgendwo... Ach. Raffiniert. Habt ihr das gesehen? Das ist äußerst raffiniert. Wir müssen also hier hin. Und erst dann kommen wir über diesen Weg. Sieh dich hier bloß mal um. Es wirkt so... Tot. Ich wollte eigentlich alt sagen, aber tot passt auch. Also diese Kammern sind schon wirklich sehr, sehr groß. Das kann man nicht anders sagen, da hat Atreus recht. Ziemlich episch, aber man stellt sich logischerweise natürlich die Frage, was hier in der ganzen Zeit irgendwie abgegangen ist. Oh, was haben wir denn da für einen Soldaten hier? Davon gibt's sicher noch mehr. Hoch die Tassen. Auch nicht schlecht. Wieder so ein neues Set. Die Bergriesen waren so kreativ. Selbst diese Becher sind keine Kunstwerke. Keiner ähnelt dem anderen und jeder ist etwas Besonderes. Mal sehen, wie viele wir finden. Sie scheinen sehr selten und wertvoll zu sein. Ja, wir haben bis jetzt, glaube ich, von keinem einzigen Set alles gefunden. Also da haben wir auf jeden Fall noch jede Menge Nachholbedarf. Aber man kann nicht sagen, dass wir nicht stets bemüht waren. Just
Diese Kammern sind auf jeden Fall auch sehr, sehr beeindruckend. Das hat natürlich nicht gereicht, aber... Okay, hier ist offenbar der Weg weiter. Was ist denn das für einer gewesen? Ah. Ich habe sie mit den Füßen stampfen sehen, kurz bevor sie angreifen. Dadurch sollten wir ihre Angriffe vorhersehen können. Ah, dann war das wie so ein schneller Draugar. Hätte auch irgendwie ein Draugar-Doppelwaffe. Wie viele gibt's denn da? Ein Draugar mit zwei Waffen ist doppelt so gefährlich, stimmt's? Wenn sie mit einem defensiveren Gegner auftauchen, sollten wir diese Draugar früh ausschalten und ihnen nicht den Rücken zukehren. Ja. Da gehe ich soweit mit. Ich nehme mal an, wenn wir die richtige Route... B... Sieh mal da oben! B-R-N. Oder B-N-R, würde ich mal sagen. Dann ist der ja schon mal nicht falsch. Der ist auch nicht falsch. Dann fehlt jetzt nur noch das B. Wobei es ist natürlich die Frage. Wir müssen mal eben gucken, ob ich den überhaupt hier sehe. Es ist die Frage, ob irgendeiner von diesen dreien jeweils diese Rune zeigen kann, irgendeine, oder ob das in einer bestimmten Reihenfolge passieren muss. Ich bin gerade ein bisschen mehr verwirrt, dass wir das andere Ding nicht finden. Irgendwo muss noch einer von denen sein. Also zwei haben wir gefunden. Der dritte kann nicht so fern sein. Vielleicht ist er ja sogar hier drüben irgendwo mit. Da oben. Ah ja, das hat auch geklappt. Ja, wirklich voll gut. Und es ist wieder Blutmet. Davon fehlt jetzt auch nur noch einer, dann können wir unsere Rageanzeige verstärken. Jetzt sind wir aber wirklich done hier, würde ich mal sagen. Dann können wir den weiteren Weg folgen. Ich mag es, dass es so viele optionale Sachen zu entdecken gibt. Wenn man es drauf anlegt, man kann das Spiel wahrscheinlich auch anders durchspielen. Aber so wollen wir es nicht durchspielen. Ganz schön viele Leichen. Ja, durchaus. Es ist ein kleines Grab hier. Ein kleines großes Grab. Wir haben die Totenruhe gestört. Oh nein. Sag mir, was du siehst. Naja, die sehen wie Menschen aus, nicht Riesen. Richtig. Diebe auf der Schatzjagd. Siehst du die Fallen? Oh ja, zum Glück haben sie alle ausgelöst. Sei froh, dass die hier tot bleiben. Ich hoffe, sie haben auch wirklich alle Fallen ausgelöst. Und jetzt kommt nicht gleich irgendwie der, weiß ich nicht, Nussknacker oder so. Ah, auf der anderen Seite der Statue. Geil. Was steht hier denn? Kannst du das lesen? Ja. Oh, das ist Dörathror, einer der vier Hirsche des Weltenbaums. Er bewacht den Eingang nach Jötunheim, wenn die Riesen schlafen. Ob er noch dort ist? Ich weiß es nicht. Durador, der Hirsch. Oder Durabror. Ein Hirsch des Weltenbaums, der die Tore von Jötunheim bewacht. Dort kommen die Riesen her. Das ist der Berg der Riesen. Faszinierend. Faszinierend.
1400 Hacksilber ist natürlich auch geil. Okay, beeindruckend. Diese Tür führt uns wohl weiter in den Komplex hinein. Wir müssen mal eben gucken. Ich würde gerne auch nochmal hier wieder was ändern. Angriff der weißen Bären. Hatte ich den schon? Ne, den hatte ich glaube ich noch nicht, oder? Utgard-Hieb finde ich auch interessant. Ein weitschwingender Angriff, der mittelschweren Frostschaden verursacht. Den hatten wir aber glaube ich schon, oder? Ne, den hatten wir glaube ich noch nicht. Den Angriff des weißen Bären hatten wir aber auch auf jeden Fall noch nicht. So, und was haben wir hier? Ivaldis Amboss. Rasender Frostriese. Drei mächtige Schmetterschläge, die Gegner in die Luft schleudern. Finde ich auch gut. Ja, wir können aber so ein bisschen einfach mal hin und wieder wechseln. Hier, Junge. Ah, das ist wieder Wissen, offenbar. Diese Sprache habe ich schon mal gesehen. 100 Erfahrungspunkte sogar, die Schlange. Die Schlange ist des Sprechens nicht mächtig, aber ihre Feindseligkeit den Asen gegenüber ist unverkennbar. Die Zerstörung von Tyrs Tempel ist unmöglich, solange sie existiert. Ihre Anwesenheit hat jedoch bewirkt, dass der See der Neuen ihn gänzlich bedeckt. Somit wurde das Ziel, Weltenreisen zu erschweren, dennoch erreicht, der Rabenwächter. Denn die Schlange ist ja offenbar kein Freund der Asen. Sonst hätte sie ja auch nicht gegen Thor gekämpft. Und die Schlange verhindert offenbar, zumindest zu gewissen Teilen, das Weltenreisen. Was den Asen auch nicht gefallen dürfte. Oh! Easy. Und ein einziger Feind bringt 21 Erfahrungspunkte. Das hatten wir auch schon schlechter. Ah, guck mal, wir sind auf der anderen Seite. Das heißt, hier werden wir die Abkürzung freispielen. Und erst dann können wir vermutlich auch das hier entschlüsseln. Wobei, wer weiß, vielleicht finden wir jetzt zwischendurch auch nochmal wieder ein Lichtkristall. Das würde ich jetzt mal nicht ausschließen. Wolf! Aus irgendeinem Grund habe ich jetzt auch gerade 700 Erfahrungspunkte bekommen. Wir wollen immer noch zum Gipfel. Wir finden schon einen Weg. Noch einen neuen Eintrag, schon wieder. Draugar, verstärkte Waffe. Als wären Untote mit spitzen Gegenständen nicht schon schlimm genug. Manche Draugar können über ihre Arme Energie in ihre Waffen fließen lassen, was sie noch gefährlicher macht. Ein rostiges altes Schwert tut weh, aber ein mit Feuer verstärktes Schwert tut noch mehr weh. Definitiv. Bei den Aufträgen haben wir auch irgendwas wieder geschafft. Ich weiß nicht, was genau. Angriffe parieren wird es wohl nicht sein. Gegner betäuben könnte es sein. Ah, bin ich mir aber nicht hundertprozentig sicher. Was haben wir da oben? Draugar Schild. Dass Draugar nicht vollkommen stumpfsinnig sind, wusste ich, aber dass sie ein Schild benutzen können, überrascht mich. Und sie machen es auch noch gerne. Wir müssen unsere Herangehensweise ändern und schauen, wie wir sie treffen. Ja, da gibt es offenbar wirklich viele verschiedene. Viele verschiedene Draugar-Arten. Der höchste Gipfel der Welten. Ob Mutter wusste, dass es der Berg der Riesen ist? Nein. Ihre Bitte erweist sich als viel komplizierter, als sie hätte ahnen können. Okay, da können wir rein.
Hier geht es offenbar nicht weiter. Jo. Okay, schicken wir Atreus mal hier rein. Oder können wir da selbst rein? Okay, wir können selbst rein. Ah ja. Okay, dass die Truhe dann doch so leicht verborgen ist, wundert mich. Fest das Vaterfall im Stahl und Symbol. Ich habe jetzt gedacht, dass wir sonst was tun müssen. Wie sieht es denn eigentlich in der Karte aus? Wir sind jetzt ja mittlerweile hier. 22% Abschluss haben wir erreicht. Von dem, was wir bisher gefunden haben. Aber die Welt scheint noch groß. Hier ist ja noch was. Wir werden auf jeden Fall noch ein paar Gebiete folgen. Und dann natürlich auch eben noch die anderen Welten. Als nächstes nach oben. Da sehen wir auch schon wieder Runen. Es ist dein Name, glaube ich. Heislir. Das heißt Schrecken. Okay, das ist jetzt nicht besonders schön. Heislir. Wer oder was würde sich Schrecken nennen? Ein Wesen, das in der Lage ist, uns zu vernichten? Ich bin nicht so erpicht darauf, das Vieh kennenzulernen. Was ist das? Seltsam. Eine mit Kordel umwickelte Kerze und eine Art Tierfell. Eine Laterne? Aber der Docht fehlt. Das brauchen wir nicht. Der Bifrost erleuchtet unseren Weg. Hey, wer hat wohl diese Fackeln angezündet? Die Toten brauchen kein Licht. Augen offen halten. Sehr gute Frage, Atreus. Sehr gute Frage. Hier schalten wir erstmal die Abkürzung frei. Nee, da wollen wir nicht runter. Schön zu wissen, dass es jetzt schneller hochgeht und runter, wenn wir müssen. Oh. Wo führt das denn hin? Look at that. 1200 Hacksilber. War aber auch gut versteckt, das Ganze. Hallo! Lass das. Ach Mann, ich wollte nur... Schon gut. Was war denn das für ein Hobbit-Move? Erinnert ihr euch noch an Moria? Wo sie die Orks aufgeschreckt haben? Das war auch ein Winzling kleiner, also sei vorsichtig. Okay. Okay, dahinter ist eine riesige Kammer. Wow. Herz des Berges. Was ist das alles? Wo sind wir? Eine Mine. Und wenn diese Kralle zum Gipfel reicht, sind wir fast am Ziel. Und sie nennen es eine Mine. Na, wenn ich das wüsste, wären wir auf jeden Fall ein Stück weiter. Aber guck mal, wir haben hier auch wieder so ein... Interessanterweise wieder so ein Bannkreis irgendwie. Wir haben hier eine von 6 Artefakten gefunden, 3 von 7 Wissensmarkierungen und eine von 2 Nornentruhen. Mehr wird hier jetzt noch nicht angezeigt, also da sind noch einige Sachen unentdeckt. Steinfall. Ah, da machen wir es wieder auf. Es gibt also einen Weg zurück, das ist schon mal schön. Da können wir nichts machen. Als soll hier irgendwas drüber rollen. Ah, guck mal, hier haben wir wieder dieses komische, was auch immer. Ich nehme mal an, dass wir das demnächst dann erlernen werden. Denn es häufen sich hier so langsam die nicht durchquerbaren Wege und Räume. Eine Truhe. 1400 Hacksilber. Schon wieder. Gut, um Gegner zu betäuben. Alles, was nach Draugr aussieht, muss erstmal zerschlagen werden.